Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Farming Simulator 2017. Willkommen zurück und ja, ich freue mich ja ehrlich gesagt auf diese Folge schon brutal. Jetzt muss man ganz kurz den hier ausleeren, denn ich zeige euch gleich, warum ich mich so freue. Wir haben ja aktuell noch 150.000 Euro Schulden, aber ich verspreche euch oder ich wette mit euch, das wird sich diese Folge ändern, denn lad mal schneller aus hier, damit ich dann hier das zeigen kann. Sollte jetzt dann hoffentlich bald soweit sein, denn ich werde mich den Anhänger sowieso brauchen. So, denn wir haben einen relativ großen Betrag für Sojabohnen. Oh ja, und da haben wir eine Menge, liebe Leute, da haben wir eine richtig große Menge, die fahren wir komplett zur Getreide AG. Dann schicken wir sie mit dem Zug weg und hoffentlich bekommen wir richtig fett viel Asche. Wie schaut es eigentlich beim Bier aus? Da haben wir nämlich auch wieder fast eine ganze Ladung voll. Da ist noch nicht so gut. Aber Leute, ich würde sagen, ich reiß mir jetzt hier den Arsch auf, hol das ganze Zeug. Ich meine, wir müssen in den Dingen passen hier, glaube ich, 65.000 Liter rein, wenn überhaupt. 60, dann sind wir bei 130. Also wir müssen dreimal fahren, damit wir das ganze Zeug da reinbekommen. Sagen wir mal, wir bekommen bloß 100.000 pro Anhänger, dann sind es trotzdem fast 300.000. Und damit sollten wir dann gut im Plus sein. In diesem Sinne, liebe Leute, freue ich mich da jetzt schon drauf. Natürlich habt ihr am Anfang des Videos gesehen, wir sind nicht nur da am Arbeiten, sondern auch hier. Ihr seht, hier ist alles gemäht. Bin ich soweit ganz fertig. Hier drüben habe ich auch noch ein bisschen mitgemäht. Zwar mehr oder weniger ein Versehen, weil ich da einfach geradeaus drüber hinausgeschossen bin einmal. Aus Versehen. Und darum habe ich mir gedacht, mähst du das noch schnell mit. Und drüben Feld Nummer 8 und 9 haben wir ja auch letztens mit Gras besät und dann jetzt gemäht. Und das ist auch schon geschwadert. Ihr seht da drüben links oben im Bild, da steht der unsere letzte Erwerbung, unser Fendt 939 Vario in Black Beauty Edition. Und da konnte ich nicht mehr schnell genug rüberhupfen. Der ist mit dem Schwader unterwegs. Der hat, wie gesagt, drüben schon alles einmal geschwadert. Jetzt muss er hier noch dann überall die Schwaden ziehen. Und dann können wir da auch dann Silo draus machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit dem Ladewagen einfahren. Ich glaube, dass ich das Feld hier oben mit dem Ladewagen mache und unten mit der Comprima oder mit der Ultima. Ich weiß immer nie. Ja, mit der Presse auf jeden Fall. Und da unten dann Silo-Ballen machen. Und dann können wir damit auch dann schon bald
Ja, in der Biogasanlage Silo verkaufen und das könnte uns dann durchaus auch nochmal richtig gut Kohle bringen. So viel dazu. Ich würde sagen, ich fülle das Ding hier auf mit ganz viel Sojabohnen und wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin. So, liebe Leute, da sind wir wieder bereit zu starten. Ja, ich habe den Fendt 939 Vario in der Black Beauty Edition vor die Ultima gestellt und der 1050er, der hängt vor dem Krone ZX550 GD. der muss allerdings hier noch ein bisschen warten, der hat nämlich hier, ich habe vorher festgestellt, der hat ein bisschen Öl verloren. Das müssen wir uns jetzt dann noch hier noch anschauen. Weiß nicht genau, woher das kommt.
Aber das macht aber mein Bruder, der ist hier mechanikermäßig ganz gut dabei. Darum steht der dabei hier. Wir haben sowieso gesagt, wir müssen ja das Feld da hinten, das machen wir mit der Ultima, das Feld da vorne machen wir dann mit dem Ladewagen. Das heißt, wir springen jetzt dabei einfach in den Fendt 939 Vario rein. Können wir die Tür von hier außen auch öffnen? Ja, wir können sogar. Cool. Gut, spring rein. Und dann würde ich sagen, machen wir die Tür wieder zu. Genau. Und los kann's gehen. Muss erstaunlicherweise sagen, hier innen hört man irgendwie fast kaum Motorsound. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da nicht irgendwann mal was verstellt habe. Aber eigentlich sollte das, glaube ich, so. Oder bin ich einfach nur taub? Ich glaube, der ist einfach nicht lauter. Keine Ahnung. So, wir machen die Warnblinker ein, beziehungsweise die Rundumleuchte und fahren zu unserem Feld runter, hier in dem 939 Black Beauty. Das haben wir auch noch nie gemacht. Vorher war es ja immer der 1050er, der hier die Ultima ziehen durfte. Aber ich habe mir gedacht, für dieses Mal ist es vielleicht andersrum besser. Ich glaube, dass der 1050er einfach ein bisschen überdimensioniert für das Teil hier ist. Und da passt er vom Ladewagen schon besser hin. So, wir sind eh gleich da. Da vorne bauen wir dann die Ultima soweit auf. Hier müssen wir raus. So, wir stellen uns jetzt hier mal ganz protzig hier so mitten im Weg. Genau. Dann würde ich sagen, Tür auf und raus. Genau. Jetzt hört man auch ein bisschen Motorsound. Oh ja, und das schaut schon geil aus. Dann machen wir mal kurz ein Bild davon. Und dann klappt mir hier hinten das Tuch runter. Sehr schön. Netzrollen habe ich vorher auch noch aufgefüllt. Das sollte also passen. Und dann Türe wieder zu. Und dann würde ich sagen, schalten wir das Ding hier an. Wickeln ist an. Dann würde ich sagen, kann es losgehen. Pickup ist unten und wir sind am Pressen. Sehr schön. Finde es schade, dass es die Kamera nicht mehr gibt. Früher gab es mit Z so eine Kamera, womit man quasi hinten dann auf die Ballenausgabe schauen konnte. Aber das geht natürlich so auch. Und ich mache den Ding wieder ein bisschen leiser. Und ich glaube einfach der Grund, warum sie immer so langsam vorwärts geht, vor allem jetzt eben hier mit dem Wickeln, ist natürlich, weil ich hier also einen 6er Schwader verwendet habe. Wenn ich hier natürlich bloß einen 2er Schwader verwendet hätte, dann könnte ich hier natürlich auch viel, viel schneller entlang fahren. Aktuell fahren wir hier ja gerade mal dann immer ganz kurz nur mit 10 km/h und dann bleiben wir schon wieder fast stehen. Also wirklich viel vorwärts tun geht da nicht und der holt uns fast ein. Ich bin gespannt, wann der stehen bleibt oder wo er hinrollt. Ballen wickeln an, Ballen pressen. Kann man da noch irgendwo schauen? Von wegen Ballen sammeln? Finde ich gar nicht. Egal. Oder ist es irgendwie bei Steuerung? Nee. Okay, ich bin gespannt, wo wir den Ballen auffinden dann. Aber ihr seht, wir sind noch nicht wirklich weit gefahren. Wir haben jetzt schon 2 Ballen. Aber ich sehe schon, das wird hier ein bisschen länger dauern dann. Weil kaum ist der eine Ballen weg, schon kommt der nächste daher. Und die sind alle irgendwie sehr rollfreudig, muss ich sagen. Der erste ist bereits im Fluss drin, der zweite wird wahrscheinlich folgen, sofern ihn nicht ein Baum aufhält. Okay, liebe Leute, ich habe hier ein bisschen was zu tun. Sonst sollten wir alles eigentlich genug dabei haben. Wie gesagt, Netz habe ich aufgefüllt, Folie sowieso. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Ich werde dann direkt gleich rüberhupfen zum Ladewagen natürlich auch. Und von dem her, bis dann.